So, Leute, dann sind wir beim nächsten Booster. Und wer A sagt, muss auch B sagen. Ich habe nochmal einen Collector-Booster aus der Innistrad-Reihe. Und zwar Midnight Hunt. Jetzt mit Orange. Voll hübsch. Nachdem wir das letzte Mal Crimson Vow irgendwann hatten, vor Ewigkeiten gefühlt, haben wir jetzt das einfach zu öffne Midnight Hunt. Hier muss ich nicht mit dem Messer dran gehen. Sorry für den Trigger. So, gucken wir uns mal an. Wir haben Race of Effigy. Ein Mana, Instant, wir zerstören Artefakt. Stark. Oder eine angreifende Kreatur kriegt +2/+2 bis Menesus. Uff, die ist gut. Die ist wirklich gut. Voldaren Stinger. Ein Mana 1/1. Hat Erstschlag, solange es angreift. Und für 3 Mana kriegt ihr +2/+0. Okay, nicht schlecht. Duress. Alter, was ist das denn für ein Duress? Mit den Ketten. Ein schwarzes Mana, jeder zeigt seine Hand vor. Wir können nicht landen, nicht Kreaturenkarte davon aussuchen. Und dieser Spieler wirft die Karte ab. Krass. Moonrager Slasher. 3 Mana, dieser kostet 2 Mana weniger, wenn es Nacht ist. Und fügt 3 Schaden an irgendeinem Tage zu. Oh, ist ein Bolt. Ich wusste gar nicht, dass ein Bolt da ist. Stark, cool. Arcane Infusion. 2 Mana, gucken wir uns hier übrigens 4 Karten unseres Decks an. Wir können eine Instant oder Sorcery Karte davon vorzeigen, sie auf die Hand nehmen. Der Rest geht drunter mit Flashback. Ja, okay. Lassen wir das. Wir haben Fading Hope. 1 Mana, wir bringen eine Kreatur zurück auf die Hand. Mit Mana-Kosten 3 oder weniger haben wir Scry 1. Ja, gar nicht mal eine schlechte Karte. Und ja, auch hier haben wir die wirklich in dem Set hier wirklich schwer zu erkennenden Foil Lands. Und dann haben wir Hallowed Respite. Ein blaues und weißes Sorcery. Wir exilen Non-Legendary Creature und bringen sie unter Kontrolle ins Spiel zurück. Und ja, dann kriegt er +1/+1 Marke. Ansonsten wird es getappt. Ach, wir können damit auch vom Gegner wählen. Okay, mit Flashback. Nicht so beeindruckend. Visions of Glory, hier aus dem Commander-Deck. 5 Mana, Sorcery, wir kreieren einen weißen 1/1 Human für jede Kreatur, die wir kontrollieren. Mit Flashback für 10 Mana. Der kostet x Mana weniger, aber x die höchste Mana-Value für den Commander ist, den man besitzt. Battlefield oder Command Zone. Das ist nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Smoldering Egg. 2 Mana 0/4 Defender. Immer wenn man Instant oder Sorcery spielt, kommt da eine Marke drauf. Und in Höhe der Mana-Kosten. Wenn das 7 oder mehr hat, dann wird das removed und transformiert. Dann haben wir einen 4/4 Fliegenden, der sagt, wenn wir mit Instant Sorcery Spell spielen, fügt der 2 Schaden an irgendeinem Tage zu. Gar nicht mal schlecht, das Ding. Oh, yo, Werwölfe. Village Watch. 5 Mana, 4/3, Eile, Daybound und Nightbound. Das ist ein 5/4 Wölfe und Werwölfe, die du kontrollierst, haben Eile. Sehr stark. Hound Tamer, oh mein Gott, wie süß. 3 Mana, 3/3, Trampel, für 4 Mana legen wir eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur. Und im Nightbound, andere Wölfe haben Trampel und Werwölfe. Und das Ding hat selber Trampel und für 4 Mana legen wir wieder eine +1/+1. Oh mein Gott, die ganzen Hunde drumherum. Es ist so süß. Es ist so süß. Tolvar Huntmaster, 6 Mana, 6/6. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegen wir 2/2 Wölfe. Und wenn der Nightbound ist, dann, wenn der ins Spielfeld kommt oder angreift, kriegen wir 2/2 Wölfe. Und 4 Mana, ein anderer Wolf oder ein Werwolf fightet eine Kreatur, die man nicht kontrolliert. Okay. Shady Traveler. 3 Mana, 2/3 Menace mit Daybound und 4/4 Menace mit Nightbound in voll. Leider so ein Crap. Dann haben wir einen Dickenen Pious Apprentice. 2 Mana, 2/3 Lifelink. Karten in Friedhöfen können nicht das Ziel von Zauber der Fähigkeiten werden. Mit Disturb. Dann können wir den aus dem Friedhof wieder casten. Dann ist er ein Soldier Spirit mit Fliegend. Und immer wenn ein oder mehr Karten aus dem Friedhof irgendwo hingebackt werden, investigieren wir. Können wir nur einmal pro Runde aktivieren. Dieses Triggered Once Per Turn, das war damals richtig groß. Krass. Und wenn es in den Friedhof gelegt wird, von irgendwoher wird es stattdessen exiliert. Dazu haben wir einen 3/1 Trampel Lifelink Eile Vampir. Und einen 2/2 Zombie mit Decay. Ja, soviel zum Midnight Hunt Collector Booster. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.